Hallo, mein Name ist Milan und ich zeige euch heute mal ganz schnell, wie man einen kleinen Stutter-Effekt in Ableton Live bauen kann. Und zwar ist das ganz einfach. Wir nehmen uns den AutoPen-Effekt aus unserer Library, ziehen ihn auf eine leere Audio- oder MIDI-Spur, drehen den Amount-Regler auf 100% und klicken hier auf diese kleine Note, um den Effekt temposynchron mit unserer voreingestellten BPM hier oben zu machen. Und wählen die gewünschte Rate aus. Ich nehme jetzt mal hier ein Viertel. Und als nächstes stellen wir die Phase auf 0 Grad, damit die übereinander liegen. Und verändern die Wellenform mit dem Shape-Regler. Und zwar drehe ich den auch auf 100%, damit wir schön harte Cuts haben, also dass das stottert. Danach wähle ich noch eine andere Wellenform aus. Und zwar nehme ich da gern die Dreiecke, weil sich das besser anhört als die Sinus. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Wenn man jetzt hier ein Audio-File reinlädt, ich nehme jetzt einfach mal simpel einen Loop. Das ist schon mal sehr hilfreich, wenn man das in einer Produktion braucht. Aber bei einer Live-Performance, da kann man das dann noch ein bisschen sich vereinfachen. Und zwar mache ich das gerne in einem Rack. Das mache ich, ich wähle den Effekt aus, drücke Command G auf einem Mac oder Steuerung G auf einem Computer, um den Effekt in ein Effekt-Rack zu ziehen sozusagen. Und dann dupliziere ich mir den AutoPen-Effekt ein paar Mal. Das kann ich mit Command D machen, mit Steuerung D oder ich halte die Alt-Taste gedrückt und ziehe den Effekt nach rechts oder nach links. Dann wird er auch dupliziert. Oder man klickt halt rechts drauf und klickt hier auf Duplizieren. Und verändere jetzt die Raten hier. Jetzt nehme ich ein Viertel. Dann dupliziere ich den nochmal. Stelle den auf ein Achtel ein. Dupliziere den nochmal, stelle den auf ein Sechzehntel ein, stelle den anderen auf ein Zweiunddreißigstel ein, dupliziere den nochmal, stelle den auf ein Vierundsechzigstel ein. Und natürlich kann man auch Zwischenschritte machen, aber meistens braucht man diese Werte. Als nächstes klicke ich hier auf dieses kleine Symbol. Damit ruft man die Makroregler von dem Effekt-Track aus. Auf und jetzt kann ich die einzelnen AutoPen-Effekte mappen. Das mache ich, indem ich hier auf diese kleine Map-Taste drücke und jetzt sind wir im Map-Modus drin. Ich wähle jetzt als allererstes den ersten AutoPen-Effekt aus, klicke auf den Regler Amount und map mir den auf den ersten Makro-Regler. Jetzt kann man sehen, jetzt kann man schon mit dem Regler hier einstellen, wie stark der Effekt greifen soll. Was ich noch ganz gerne mache, ist den Ein- und Ausschalter auf den Makro mitzulegen, weil manchmal verbrauchen Effekte ein bisschen CPU, in dem Fall eigentlich nicht, wie man sieht. Aber ich mache das eigentlich immer trotzdem ganz gerne, weil ich nicht möchte, dass alle Effekte immer an sind. Und zwar mache ich das, indem ich hier oben auf den Ein- und Ausschalter des Effekts klicke. Und dann den gewünschten Regler zum Mappen drücke. Ich drücke das jetzt beim ersten, weil das ja der erste Effekt ist. Und jetzt sieht man, der schaltet sich jetzt erst so bei ungefähr so bei 50% ein. Das sieht man jetzt, wenn er grau ist, ist er aus. Und wenn er Farbe hat, dann ist der Effekt an. Und das wollen wir ja nicht. Darum müssen wir jetzt hier oben reingehen und Device On auswählen. Und den Minimumwert auf 1 stellen. So, jetzt kann man das nochmal probieren und jetzt sieht man, der Effekt geht schon an, wenn man selbst ganz kleine Prozent den Effekt reingeregelt hat.
Das Ganze machen wir jetzt auch noch für die anderen, aber vorher unbedingt immer umbenennen, weil sonst kommt man später durcheinander. Ich nenne den jetzt, wie die Rate eingestellt ist, ein halb. Und das mache ich auch bei dem Effekt, damit man später, wenn man nochmal was ändern muss, nicht den Überblick verliert. So, als nächstes mappe ich jetzt den zweiten. Da mache ich das alles genauso. Das spule ich jetzt mal ein bisschen vor, sonst dauert das so lange. So, ich bin jetzt fertig mit meinem Mappen und jetzt können wir den Map-Modi wieder verlassen, indem wir auf diese kleine Map-Taste hier drücken. So, jetzt sind wir wieder draußen, können alle unsere Effekte mal durchtesten, das funktioniert alles. Und jetzt können wir den noch verschiedene Farben geben, wenn wir das möchten. Können noch das Rec umbenennen. Ich nenne das jetzt mal Stata Rec V1 und können das mit dieser kleinen Diskette hier abspeichern. So, ich lade jetzt mal ein Live-Set und dann zeige ich euch mal, wie man das live benutzen kann. Ja, man kann da ganz coole Sachen mitmachen. Man muss halt ein bisschen dran rumspielen. Besonders mit der Rate, da kann man auch noch viel mitmachen. Einfach mal ausprobieren und hoffe, es hat euch gefallen.